Hallo und herzlich willkommen. Das Neujahrsturnier von Drago und mir ist jetzt beendet und wir haben die Ergebnisse hier vor mir. Drago. Auf dem dritten Platz haben wir Fuji mit 127 Punkten in vier Grand Prix. Tierisch, ja. Zudem sollten wir vielleicht sagen, Fuji ist eigentlich nicht der Fuji, für den er sich angemeldet hat. Also, Fuji ist im ersten GP durch Jack in den Raum gekommen. Und ist in Wirklichkeit BU Mike. Ja. Für diejenigen, die ihn kennen, herzlichen Glückwunsch dafür. Aber das ist schon seltsam, dass wir jetzt hier jemand anders haben. Ja, auf dem zweiten Platz des Turnieres haben wir Hyper mit 133 Punkten. Und auch hier muss man natürlich erwähnen, Hyper ist auch nicht der Hyper, der sich angemeldet hatte. Sondern Hyper ist irgendjemand, der zufälligerweise in Jacks Raum gekommen ist, weil er mitbekommen hat, dass der echte Hyper nicht konnte. Weil der echte Hyper hat mich kurz danach angeschrieben, er könne nicht. Und wer für ihn eingesprungen sei. Und dann war da irgendein Hyper im Raum. Und der ist Zweiter. Also wenn sich dieser Hyper nochmal melden will, dann bitte, also der Fake-Hyper, wer auch immer das war, kannst dich bitte melden. Dann werden wir das nochmal richtig stellen. Aber ansonsten, ist ein Unbekannter auf Eigentlich dem dürfte er ja nicht mal zweiten. fahren, also müsste eigentlich die Person gar nicht zählen. Was? Eigentlich müsste die Person ja gar nicht zählen, weil er auch gar nicht fahren durfte. Ja, keine Ach Ahnung. komm, ist jetzt egal, so, Ja, ist lass auch. es einfach drin. So, und auf dem grandiosen ersten Platz haben wir Jack mit 136 Punkten, mit 3 Punkten vor Hyper. Zudem darfst du jetzt noch was sagen? Ich? Ja. Hau raus. Ja, der, ja, Jack, was soll ich zu ihm sagen? Bestimmt kennen ihn einige von unseren Videos und ja, nur weil er sich im letzten Grand Prix durchgelackt hat, wurde er eben noch Erster und. Also ich will mal betonen, dass Jack der einzige unter den Top 3 ist, der unter seinem echten Namen gefahren ist. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, eben. Kriegst einen Und Keks geschenkt. ja, da sieht man schon mal, dass wir uns immer nur mit dem Besten abgeben, gell, Drago? Also ganz ehrlich. Ja. Da haben Und. wir uns schon die richtigen rausgesucht. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Jack, du kriegst von mir einen 5-Euro-Gutschein von Meckes. Viel Spaß damit. Mach den schönen Tag in der Rutsche. Aber kannst du mir doch eigentlich auch 2 5-Euro-Gutscheine geben, oder? Oder Nein, Mann. komm. So reich bin ich nicht. Alles klar. Taschengeld für 3 Monate, 10 Euro. Ja, das ist. Sowas verdiene ich in 3 Monaten, wenn ich Schuhe zubinde. Na gut, alles klar. Im Nachhinein möchten wir uns natürlich dann nochmal bedanken bei allen, die das Turnier so reibungslos ablaufen haben lassen. Im Finale ist es dann ein bisschen drunter und drüber gegangen, aber dazu werden wir jetzt eher nicht eingehen, oder? Das bist du ja sicher in deinen Nein, Videos. da werden die schon die Videos von mir sehen, da Ja, werden die sehen, eben. was. Leider konnte ich nicht mehr dran teilnehmen, aber Drago war einfach der Bessere, muss man sagen. Und Ja, ich bin so viel besser. Ja, ich wurde vorvorletzter im Finale, ja? immerhin, ne? Das Immer. nennt man auch Achter, aber Das okay. ist respektabel. Ja. Gute Sache. Naja. Also auch ich möchte mich natürlich bedanken, dass alles so reibungslos ablief. Bedanken bei all den Leuten, die tatsächlich so zuverlässig waren teilweise. Und natürlich war das jetzt merkwürdig mit den zwei Kollegen, die da. Nö, zwei Kollegen. Mit den Egal, lass zwei uns nicht näher Kollegen, die drauf einfach in den eingehen, das Raum macht ihm gejoint die sind Ehre kaputt. Ist und okay. andere Namen gefahren sind, diese Ach meine ich. so, okay, ja, gut. Darauf Na sind wir ja gut. schon eingegangen. Das können wir dann noch erzählen. Das. Ja, aber ansonsten alles super, hat echt Spaß gemacht. Sollten wir mal öfter machen, ne, Sozi? Sicherlich. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Hust, hust. Nächstes Jahr. So, ja. Gut, dann danke, dass ihr mitgemacht habt, zugesehen habt, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, dabei zu fahren. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder auf einem von Jo. unseren beiden Kanälen. Tschüss! Ciao. Tschüss!